Recht schönen guten Abend und herzlich willkommen allerseits zur 10. und letzten Ausgabe unseres zweiwöchigen Sommertalks, eine Veranstaltungsreihe zum Thema Grundeinkommen wird Grundsatz. Heute geht es um die Einbindung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung unter dem Titel Grundeinkommen als Zukunft der Inklusion. Gerade bei diesem Thema war es uns wichtig, auch an der Barrierefreiheit unserer Veranstaltung darauf zu achten. Und deswegen könnt ihr heute unten, wenn ihr in Zoom seid, euch die Untertitel unter dem Icon CC einblenden lassen. Vielleicht schreibt das jemand noch auch in den Chat. Mein Name ist Daniel Feher, ich bin im Vorstand der Europäischen Grundeinkommensinitiative UBII seit 2015. Ich bin Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen seit 2003 und seit 5 Jahren wohne ich in Berlin im wunderschönen Ortsteil Weißensee und bin hier im Kreisverband Pankow aktiv. Wir haben uns in den letzten 2 Wochen dem Idee des Grundeinkommens aus ganz vielen Perspektiven genähert. Wir haben uns in großartigen, inspirierenden Diskussionen überlegt, wie das grüne Grundeinkommen ausgestaltet und finanziert werden könnte, wie es sich von anderen Ansätzen der Grundsicherung unterscheidet und vor welchen Herausforderungen wir stehen, wenn wir die politische Umsetzung erreichen wollen. Für diese reichhaltigen und motivierenden Gespräche möchte ich mich an dieser Stelle schon bei allen Referentinnen und Referenten sowie bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern herzlichst bedanken. Außerdem möchte ich unter den vielen Personen, die mitgeholfen und das hier ermöglicht haben, ganz besonders an 2 ein großes Dankeschön richten, nämlich an Wolfgang Strengmann-Kuhn und Bauke Dobberstein aus dem Koordinationsteam des Grünen Netzwerks Grundeinkommen. Ohne ihr Einsatz wäre diese Reihe sicher nicht möglich gewesen. Wir haben in diesen 2 Wochen nicht nur viel geredet, sondern auch ganz, ganz viele Vorschläge zum Grundsatzprogrammentwurf des Bundesvorstandes erarbeitet und für Unterstützung geworben. Mit sehr viel Erfolg kann ich verkünden. Nach aktuellem Stand haben ungefähr 60 dieser Vorschläge im Beteiligungsgrün die erforderliche Anzahl von mindestens 50 Unterstützerinnen und Unterstützer erreicht und wurden eben entsprechend auch offiziell eingereicht. Aber um auf ganz Nummer sicher zu gehen, dass der Bundesvorstand den August auch nutzen kann, um sich gründlich mit dem Konzept des Grundeinkommens auseinanderzusetzen, haben wir zusätzlich auch noch einen Brief an ihn geschrieben, den auch sehr viele von euch, darunter auch Europaabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete mit unterzeichnet haben. In diesem Brief werben wir für eine zeitgemäße, mutige, in die Zukunft schauende grüne Sozialpolitik, in deren Mittelpunkt nicht mehr das Fordern und Strafen, sondern das Eröffnen von Chancen, das Ermöglichen von Teilhabe für alle Mitglieder der Gesellschaft steht. Denn als Grüne stehen wir mehr als jede andere Partei für Vielfalt, wir stehen für Inklusion, wir stehen ganz klar dafür, dass das Wohlergehen und Glück eines Menschen nicht davon abhängen soll, wo und wie er geboren wurde. Und deswegen freut es mich ganz besonders, zum Abschluss unserer Reihe über Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung sprechen zu können. Gerade für Sie gilt also Grundsatz, dass Sie nicht unfähig, sondern andersfähig sind. Wenn wir also sagen, dass im Mittelpunkt unserer Politik der Mensch in seiner Würde und Freiheit steht, müssen wir auch zeigen können, dass dies ganz besonders auch für diejenigen gilt, denen unsere Gesellschaft schon ohnehin genug Steine in den Weg legt. Darüber wollen wir heute Abend sprechen mit 2 ausgezeichneten Expertinnen, nämlich der Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer und der Europaabgeordneten Karin Langensiepen. Wir stellen uns heute die Frage, kann denn das Grundeinkommen das geeignete Instrument zur Erlangung echter Inklusion sein? Wir, das bedeutet in diesem Falle nicht nur wir 3 hier auf dem Bildschirm, sondern auch unser Publikum hier in Zoom. Ihr könnt alles, was ihr jetzt hören werdet,
im Chat kommentieren und über das Frage- und Antwort-Tool uns, Corinna und Katrin, eure Fragen stellen. Corinna ist seit 2013 Mitglied der Bundestagsfraktion und Sprecherin für Behindertenpolitik und Bürgerangelegenheiten. Davor war sie bei den Grünen in Trier politisch aktiv und im Bundestag ist sie auch Obfrau der Fraktion im Petitionsausschuss und ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Katrin kommt aus der Nähe von Hannover, war dort in Niedersachsen Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Soziales sowie auch Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik. Seit letztem Jahr ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Vizevorsitzende des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sowie Vorsitzende der interparlamentarischen Gruppe von Menschen mit Behinderung. Herzlich willkommen, Corinna. Herzlich willkommen, Katrin. So, wir wollen heute nicht nur einfach so über Grundeinkommen sprechen, sondern schon klar im Kontext des neuen Grundsatzprogramms der Grünen. Wenn ein Mensch mit Behinderung diesen Entwurf, den der Bundesvorstand jetzt vorgelegt hat, liest, worüber wird er sich am meisten freuen und was wird ihm am meisten Kopfschütteln, Kopfweh verursachen? Corinna, magst du vielleicht anfangen? Ich finde, Katrin sollte anfangen. Katrin, magst du anfangen? Ja, bei der Durchsicht des Grundsatzprogramms, beziehungsweise wir sprechen über einen Entwurf, es ist noch nicht fertig. Ich möchte positiv starten. Ist mir erstmal als langjähriges Mitglied der Grünen, aber auch als Mensch mit Behinderung positiv aufgefallen, dass wir nicht mehr klar und das nicht mehr klar zu lesen war, das ist jetzt die Integration und das ist die Inklusion. Was noch in der Vergangenheit sehr wohl der Fall war, und da sage ich ja immer, wenn ich Integration und Inklusion in einem Atemzug fordere, kann ich auch fordern, dass nachts die Sonne aufgeht. Es sind zwei völlig unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen oder auch Sichtweisen, Verständnisbilder auf eine Gesellschaft, wie Menschen in einer Gesellschaft zusammen und miteinander leben wollen. Menschen mit Behinderungen sind in einem sehr kleinen Teil erwähnt worden. Das war auch schon in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Und wir sprechen nicht nur über Menschen mit Behinderung und Schule. Ich immer sage, Inklusion ist nicht das Ding mit Schule, sondern es ist mehr. Das war es dann aber auch schon. Ich hätte mir gewünscht, dass der Begriff der Inklusion, wir haben als Grüne da Beschlusslagen, wir haben das auf Parteitagen diskutiert, in Arbeitsgruppen debattiert, Papiere verabschiedet und beschlossen, Leitlinien und auch das Papier zur Inklusion auf der BDK in Kiel von vor fast 10 Jahren. Also es gibt das alles schon und ich hätte mir gewünscht, dass das auch als roter Faden im Grundsatzprogramm sichtbar wird, von Anfang bis Ende. Wenn wir über Bioethik sprechen, wenn wir über Bildung sprechen, wenn wir über Arbeit sprechen, wenn wir über Frauen und Feminismus sprechen. So geht es nicht nur mir als Mensch mit Behinderung oder als Mitglied der BRG Behindertenpolitik, auch die Migrantinnen hatten ja auch ihre Kritik geäußert. Also da ist noch viel Luft nach oben. Soll ich ergänzen? Ganz kurz vielleicht dazu. Ja, gerne. Genau, ich fand das gut, Katrin den positiven Teil zu überlassen, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin unzufrieden mit dem Entwurf zum Grundsatzprogramm, was die Inklusion anbelangt. Ja, also Katrin hat gesagt, dass wir als Partei ja über viele Jahre das Konzept der Inklusion uns angeeignet haben, versucht haben, es in den Anträgen, die wir erarbeitet haben, in den Landesverbänden, im Bundesverband, aber auch in der Bundestagsfraktion, in den Landtagsfraktionen so durchzudeklinieren, durchzuhalten, zu verstehen,
dass Inklusion tatsächlich ein Strukturprinzip für die Gesellschaft sein sollte aus unserer Sicht. Ja? Strukturen so gebaut sein müssen in unserer Gesellschaft, dass alle sie tatsächlich auch nutzen können. Wir gehen von einem weiten Inklusionsbegriff aus. Und Inklusion ist aus meiner Sicht ein grüner Wert und grüne Leitlinie. Und das spiegelt sich in diesem Grundsatzprogrammentwurf leider nicht wider. Ich hätte mir gewünscht, und ich weiß, Katrin hätte sich auch gewünscht, dass Inklusion unter den Werten, ja, wir haben ja so einen Werteteil im Entwurf tatsächlich auch prominent auftaucht und von da aus dann durch die einzelnen Kapitel durchdekliniert wird. Katrin hat gerade gesagt, Inklusion ist nicht nur das Ding mit der Schule, aber nicht mal in dem Kapitel, wo es um Schule geht, ist der inklusive Ansatz tatsächlich rauszulesen. Also ich finde, dass wir mit dem Programm, wir gehen auch an vielen Stellen, was zum Beispiel den Pflegebereich angeht, zu wenig aus meiner Sicht von der Würde in dem Fall des pflegebedürftigen Menschen aus, sondern wir gehen auch in diesem Kapitel davon aus, dass wir sagen, wir brauchen irgendwie starke Institutionen, ja, wir brauchen gut bezahlte Pflegerinnen und Pfleger, das stimmt alles, aber wir brauchen das, damit die alten Menschen in diesem Land, ja, wenn sie pflegebedürftig werden, in Würde alt werden können und in Würde auch sterben können, ganz am Ende ihres Lebens, ja. Und das ist was völlig anderes. Wir sind nicht die SPD, ja. Wir sind keine Partei, die eine etatistische Tradition hat, sondern wir sind eine emanzipatorische Partei, die vom Wohl des Einzelnen ausgeht und die das auch zu erkennen geben sollte. Ich glaube, wir sind uns das selber schuldig. Ich glaube aber auch, dass die Gesellschaft das nötig hat, diesen Blickwinkel reinzugeben in den politischen Diskurs. Wir haben gerade erlebt, dass die Grünen in Frankreich Wahnsinnserfolge erzielt haben bei den Kommunalwahlen in den großen Städten. Damit, dass sie einen inklusiven Ansatz gewählt haben, dass sie gesagt haben, wir brauchen inklusive Strukturen, die für alle zu nutzen sind. Wir dürfen als Gesellschaft niemanden zurücklassen. Und ich finde, wir müssen an diesem Entwurf arbeiten und deutlich machen, was uns von anderen unterscheidet. Und das ist eine ganze Menge, was zum Wohle vieler Menschen in diesem Land sein könnte. So. Ja, ich finde das sehr schön, wie du es gesagt hast. Ist genau wie ich das sehe, ne? Dafür, dass der Aufschlag losgeht mit im Mittelpunkt stellen wir den Menschen in Würde und Freiheit, steht im Mittelpunkt dieses Entwurfs vielmehr der Staat mit seinen Institutionen. Und ich denke auch, als Grüne steht uns schon ein bisschen besser zu Gesicht, wenn wir da auch tatsächlich den Menschen und die Rolle und die Verantwortung und die Möglichkeiten des Individuums noch schärfen. Aber natürlich, wir stehen ja nicht ganz am Anfang des Prozesses, aber wir stehen ja in Diskussion. Wir haben ja bis heute Rückmeldungen an den Bundesvorstand gegeben und hoffen, wie ich schon vorhin gesagt habe, also nicht nur was das Grundeinkommen angeht, aber generell auch ganz breit im sozialpolitischen Bereich, dass da der Entwurf, den dann Ende August als Antrag gestellt wird, schon deutlich besser ist als der jetzige Text. Und dann geht es ja auch noch weiter mit Änderungsanträgen und letztendlich werden wir ja dann auf der BDK, auf dem Bundesparteitag sehen, wo die Schwerpunkte der Partei liegen, was uns eben als Partei wichtig ist. Vielleicht noch aber einen Schritt zurück. Was ist denn das, was aus eurer Sicht tatsächlich so das Wichtigste in so einem Programm wäre zu erwähnen? Also wenn wir die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderung in Deutschland, in Europa anschauen, was sind denn die Herausforderungen, bei denen auch die Sozialpolitik und auch das Grundeinkommen sie deutlich unterstützen könnte. Katrin, willst du wieder anfangen? Schalte ich nicht mehr laut. Wenn ich mal so die europäische Brille aufsetze, haben wir eine Situation von Menschen mit Behinderung,
die zum einen sehr vielschichtig ist. Also wenn wir über Mobilität sprechen, wird Mobilität, barrierefreies Reisen, Zugang, der Schwerbehindertenausweis, Reisen mit, überall unterschiedlich ermöglicht. Wenn wir uns den Bereich Arbeit, also wie erreiche ich Selbstständigkeit durch bauliche Barrierefreiheit, aber auch finanzielle Mittel. Und diese finanziellen Mittel haben viele Menschen mit Behinderung schlichtweg nicht. Menschen mit Behinderung, selbst mit einem hohen Bildungsgrad, sind in größten Teilen, auch wenn sie auf Assistenz angewiesen sind, haben sie am Ende des Tages zum Beispiel von ihrem Verdienst nichts, weil der angerechnet wird oder das wird mitverrechnet. Menschen mit Behinderung leben häufig in Einrichtungen, in Werkstätten. Es ist immer noch, und das habe ich im Rahmen meines Wahlkampfs letztes Jahr sehr stark beobachtet, dieses Selbstverständnis und der, wo wir über den Wert des Menschen widersprechen und über möglich machen von Selbstständigkeit, dass das immer noch sehr stark verhaftet ist, dass Menschen mit Behinderung geschützt und abgesichert sein müssen. Und das muss ja dann auch reichen. Wir reden immer noch leider von der geschützten Werkstatt. Wir sprechen über Einrichtungen, nicht alle, da muss man sehr genau hingucken. Es gibt die Guten und es gibt die Schlechten. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Lage von Menschen mit Behinderung in Südosteuropa angucke, die Lage von Kindern in Südosteuropa mit Behinderung, da werden die Kinder aus den ärmsten Familien, die nicht wissen, wohin mit ihren Kindern, in Einrichtungen gebracht. Diese Einrichtungen, ich weiß nicht, ob sich der eine oder die andere, die hier gerade zuschaut, noch an die Bilder aus Rumänien 1990 erinnert, wo Kinder festgebunden, nur noch nach vorne und nach hinten wankend oder an einer Heizung angebunden, ihr Dasein gefristet haben. Und wo Ärzte dann kamen und diese Kinder versorgt haben. Also diese Kinder wurden und werden heute verwahrt. Das sind Verwahreinrichtungen. Da mache ich erstmal keinem Elternteil einen Vorwurf. Häufig sind es die Ärmeren in Südosteuropa. Aber auch die Lage von Menschen mit Behinderungen in einem sehr wohlhabenden Staat wie wir sind, nicht immer durchgehend ausgesetzt, aber es ist oft ein Selbstverständnis, dass Kinder oder Jugendliche mit Behinderung automatisch in die Werkstatt gehen, weil das macht man so. Weil du hast ja eh keine Möglichkeit. Und dort haben sie nicht die Möglichkeit, um finanziell so selbstständig zu sein, dass sie sich eine eigene Wohnung leisten könnten. Oder dass sie sich mit einem Partner zusammen eine Wohnung leisten könnten. Wenn wir über die Auflösung vielleicht und Veränderung von Werkstätten reden, kann das Grundeinkommen, eine Möglichkeit sein. Was ist, wenn es diese geschlossenen Einrichtungen nicht mehr gibt und der private Arbeitsmarkt sagt, interessiert mich nicht, ich möchte diese Person mit Behinderung nicht einstellen, weil aufgrund von zahlreichen Vorurteilen könnte dieses Grundeinkommen eine Möglichkeit sein, um vielleicht schon so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Aber Geld ist am Ende des Tages, was mir, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, war sehr lange arbeitslos, sehr lange im Hartz-IV-Bezug, schwer eine Arbeitsstelle zu bekommen, aufgrund auch der Behinderung. Das kann dann eine Möglichkeit sein, um Menschen mit Behinderung zu befähigen und unabhängiger zu machen und nicht angewiesen sein auf. Cordina? Ja, okay. Ja, kann ich super ergänzen. Kann ich super dran anschließen, auch an diese europäische Perspektive und vielleicht noch mal ein paar Sätze zur Situation von Menschen mit Behinderung in Deutschland sagen. Ne? Also zur Erinnerung, ich bin mir sicher, dass die meisten, die hier zuhören, das ganz genau wissen. 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und
Da ist ganz deutlich dargelegt, was sich in unserem Land eigentlich verändern müsste, um die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Deutschland zu gewährleisten. Wir hatten ja ein Staatenprüfungsverfahren und haben da, man muss ehrlich sagen, Katrin, ja ein vernichtendes, eine vernichtende Rückmeldung bekommen. Ja, und eins der wesentlichen Themen ist die Frage der Deinstitutionalisierung. Also wir haben eine ganz, ganz lange Tradition von Sondereinrichtungen, von Sonderwelten, die wir gebaut haben. Und da fängt es an, Katrin, ne? bei den Schulen, bei diesem hochdifferenzierten Förderschulsystem, das im Ergebnis dazu führt, dass kaum ein Kind, das auf so einer Schule gelandet ist, am Ende einen Schulabschluss machen kann. Und damit ist dann auch der weitere Lebensweg vorgezeichnet. Wir erleben, dass in diesem Bereich nach diesem anfänglichen Aufbruch, den wir nach 2009 erlebt haben, wo ganz viel über auch schulische Inklusion, aber Inklusion in anderen Bereichen geredet wurde, heute wir wieder ganz häufig hören, das sei eine ideologische Debatte, es sei nicht zu realisieren. Auch in unserer eigenen Partei hören wir immer mehr so Stimmen. Wir haben erlebt, dass in Niedersachsen eine Landtagswahl sozusagen an diesem Thema schulische Inklusion tatsächlich gescheitert ist. Und wir wollen jetzt nicht drüber reden, was da die Fehler gemacht wurden, ob da Fehler gemacht wurden, wie man es hätte besser machen können. Aber wir sehen, dass das Tempo rausgenommen wurde und dass jetzt davon gesprochen wird, dass wir mal auf die Bremse treten müssen und akzeptieren müssen, dass es eben diese Schutz- und Schonräume gibt. Wenn es die gibt im Schulbereich, dann ist es sozusagen fast ein Automatismus, dass ganz viele Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen dann hineingeraten. So. Und die haben dann auch kaum eine andere Wahl. Also da ist nichts mit Selbstbestimmung, ja, da ist nichts mit Selbstermächtigung, sondern da ist ganz viel mit, es ist eine gesellschaftliche Erwartung, dass man sich dann damit auch zufrieden gibt, dass man in diese Situation hineingerät, ja. Dass man ein Riesenproblem als Mensch mit Behinderung, wenn man Bedarfe hat, sich ständig mit Bürokratien auseinanderzusetzen hat, es ständig mit Menschen zu tun hat, die von sich selbst behaupten, eine hohe Fachlichkeit zu besitzen, dass sie entscheiden können darüber, was einem Menschen an Assistenzleistung, an Nachteilsausgleichen, was an Lebensweg und Lebensperspektive ihm zugedacht ist. Ja? Und ich glaube, hier kommt das bedingungslose Grundeinkommen ins Spiel als Möglichkeit, als bürokratiearme Leistung, ja, die jedem Menschen zusteht, wo man sich nicht nackig machen muss, wo man nicht sozusagen irgendeinem Sachbearbeiter ausgesetzt ist, wo aber zumindest der Sockel, ja, der Sockelbetrag gewährleistet ist, den man benötigt, um ein Leben in Würde führen zu können. Und dann ist natürlich bei Menschen mit Behinderungen, müssen wir dann über andere Leistungen sprechen, über die Eingliederungshilfe und so weiter, die wir im Zuge, würden wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, natürlich nicht unterfügen dürfen. Das ist aber etwas, was wir mit Sicherheit in der späteren Diskussion auch noch verhandeln werden. Aber ganz wichtig ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, in die Möglichkeit versetzt werden, ihre Lebensträume überhaupt zu denken, ja? Also Möglichkeiten in ihrem Leben überhaupt denken zu können und dafür finanziell abgesichert zu sein, nicht in bestimmte Strukturen hineingedrängt zu werden, in denen man sich gar nicht wiedersehen möchte, ja? Also ich glaube, deshalb hat das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und Menschen mit Behinderungen eine besonders hohe Attraktivität, weil für viele Menschen mit Behinderungen eben die Frage der Selbstbestimmung das zentrale Lebensthema ist, ja. Und weil die Hoffnung besteht, dass man mit dem BGE tatsächlich diesem Recht, das die Leute eigentlich haben, das sie aber nicht für sich geltend machen können, in vielen Fällen näher kommen kann. Ja, ich möchte jetzt mal ganz kurz ein bisschen Advocatus Diaboli und den traditionellen Linken spielen. Der würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, wenn wir diese Werkstätten doch schließen und den Leuten stattdessen Geld geben, das ist dann die sogenannte Stilllegeprämie und die dann ja ganz für womöglich fürs Gegenteil von Inklusion sorgt, nämlich dafür, dass die Leute dann eben mit diesem Geld zu Hause sitzen, weil eine normale Arbeit kriegen sie halt nicht. Besteht diese Gefahr denn nicht oder wie würdet ihr damit umgehen? Mhm.
Katrin, willst du wieder anfangen? Das ist ja das grundsätzliche Argument der Gegner des BGE. Die sagen, naja, wenn wir jedem einen gewissen Betrag geben, dann arbeitet die Person nicht mehr. Also wenn wir uns auch die Menschen angucken, die in Werkstätten arbeiten, die teilweise, und man sich auch die Geschichte dieser Menschen anhört, die ja aus einem Arbeitsleben, vom ersten Arbeitsmarkt ja in Teilen auch kommen. Und dann sagen, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr, ich halte dieses Tempo nicht mehr Schritt und ich fühle mich in dieser Werkstatt. Es ist ein anderes Arbeiten. Es ist aber auch nicht immer ein anderes Arbeiten. Also zu glauben, dass es in einer Werkstatt ruhig und entspannt zugeht und es da keinen Leistungsdruck gibt und keinen Produktionsdruck, dem ist ja nicht so. Also auch da herrscht Druck und eine Erwartung und ein Leistungsdruck, der erfüllt werden muss. Wenn ich in Gesprächen bin mit Privatwirtschaft oder auch Strukturen oder Menschen, die sich damit befassen, was man politisch ändern kann, um Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, ist es ja eher die Sorge von Unternehmerinnen, die sagen, dann ist die nicht leistungsfähig, dann bezahle ich jemanden, der das nicht wirklich kann. Vielleicht wäre es eine Erleichterung, sage ich mal, aus Sicht der Arbeitgeber, dass dann diese finanzielle Leistung nicht mehr gegeben wäre und man sagt, naja, der kriegt ja sein BGE, er kann hier gerne den Hof fegen bei mir, aber ich muss ihn dafür nicht bezahlen. Könnte eine Möglichkeit sein. Das ist ganz oft so die klassischen Vorurteile, die ich dann höre von Menschen, die sagen, ja, ich würde ihn ja gerne einstellen, aber dann ist es teuer und dann, also auch stark mit finanziellen Sorgen behaftet. Also das kann schon unterstützend wirken. Es kann befreiend sein, dass ich sagen kann, okay, eine Tagesstruktur, Menschen mit Behinderung brauchen und es gibt Personen, die eine Tagesstruktur brauchen. Sag ich, ja, dann müssten wir eben schauen, wie diese Tagesstruktur individuell für diesen Menschen aussehen kann. Aber es kann nicht sein, dass wir ein System weiterhin füttern, was auf Ausbeutung angelegt ist, auf Isolation angelegt ist und Unternehmen, die sich freuen, dass sie da billig produzieren können. In Hannover sind es Firmen wie VW, wie Wabco und wie Conti. Das ist jetzt nicht der Kleinstbetrieb von nebenan, muss ich mal eben sagen. Das sind Global Player, die die Person nicht bei sich einstellen möchte zu einem entsprechenden Lohn, sondern sagt, ich source es aus und erwarte, dass du bis morgen mir das Produkt XY lieferst. Und dann müssen die liefern. Und auch eine Werkstatt ist ein Unternehmen, was nicht zwingend darauf aus ist, Menschen in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt, obwohl sie das müssten, zu bringen. Zum einen, weil die Privatwirtschaft das nicht möchte oder weil es Vorurteile gibt und es einfach sehr schwierig ist. Aber natürlich diese Werkstatt ein ureigenes Interesse daran hat, um Aufträge zu erfüllen, dass sie diese Menschen, die leistungsfähig sind, behalten. Also da kann es für die Person schon sehr viel eine große Freiheit bedeuten. Und eine Tagesstruktur, das sagt auch die UN, dafür werden wir kritisiert in Deutschland, das macht auch die EU, kann ja nicht sein, dass das, was mal, also das System aufrechtzuerhalten und der Mensch, der dort arbeitet, ja, der hat dann eben Pech gehabt. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Also ich glaube, es geht ja tatsächlich auch um die Frage, was für ein Menschenbild haben wir eigentlich, ne? Also was erwarten wir als Reaktion von Menschen, wenn wir so ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Und da gibt es diejenigen, die behaupten, naja, das wirkt wie so eine Art Stilllegeprämie und wir setzen uns dann irgendwie alle aufs Sofa und trinken Cola und gucken Fernsehen oder so.
Und dann reicht uns das, wenn wir irgendwie 800 Euro im Monat bekommen. Michael Gehr hatte gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass das für die Menschen, meisten Menschen mit Behinderung eben nicht ausreicht. Das ist aber ein Thema, das wir gleich nochmal diskutieren müssen. Oder man könnte meinen, dass Menschen, die sozusagen ein Mindestmaß an ökonomischer Sicherheit haben, auf den Gedanken kommen könnten, mal darüber nachzudenken, was eigentlich sinnstiftende Tätigkeiten in ihrem Leben sein könnten, dass es Alternativen geben kann, zum Beispiel zur Beschäftigung in einer Werkstatt. So, und wir müssen ohnehin an anderer Stelle nochmal darüber reden, wie wir sozusagen in der weiteren Entwicklung mit diesen Werkstätten umgehen, ob wir sozusagen wir sie so transformieren, dass sie irgendwann Bestandteil eines inklusiven Arbeitsmarktes werden können oder ob wir sagen, wir drehen den Schlüssel um oder so. Aber es ist nur ein Aspekt, glaube ich, in der gesamten Debatte. Was man zu denen aber tatsächlich ja sagen muss, und Katrin hat es ja angedeutet, es sind eigentlich Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation. Also die haben den Auftrag, Menschen, die dort beschäftigt sind, dabei zu unterstützen, dann irgendwie auch den Ausgang zu finden und eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. So, wenn man aber dann feststellt, dass weniger als eine Person von 100, ja, also weniger als 1% tatsächlich diesen Weg dann auch schafft, dann muss man sich die Frage stellen, woran liegt denn das eigentlich? Und dann kann man sagen, dass die Beschäftigung in einer Werkstatt tatsächlich auch als sowas wie eine Stillhalteprämie dann wirkt, ja. Also die Leute werden sozusagen in den Werkstätten stillgehalten und auch davon abgehalten, persönliche Entwicklungsschritte zu gehen. Ich hatte gestern noch mit meinem Mitarbeiter Lukas Kremer, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade dabei ist, der selber 5 Jahre in einer Werkstatt gearbeitet hat, ein Gespräch mit seiner alten Werkstatt, wo es genau um diese Themen gegangen ist. Ne? Und ich finde, der Lukas ist so ein wunderbares Beispiel. Den hat man in so eine Werkstatt geschickt, ja, nachdem er eine Förderschule besucht hat, wo er quasi an so einer Werkbank gesessen hat, gearbeitet hat, wie alle anderen auch, ohne dass er auch nur den Hauch eines Interesses an dieser Tätigkeit entwickelt hätte. Was er aber kann, ist, er kann wunderbar Öffentlichkeitsarbeit machen. Er kann wunderbar Videos drehen. Wenn die irgendwie daran interessiert gewesen wären, ihn nicht stillzuhalten an der Werkbank, dann hätte man ihm innerhalb der Werkstatt angeboten, dass er die Öffentlichkeitsarbeit macht. Hätte ihn genau an dieser Fähigkeit gepackt, hätte ihn da weiterentwickelt. Ja? Hätte ihm geholfen, das zu tun, worauf er wirklich Lust hat. Ich bin total froh, dass er so ein einfach eine starke Persönlichkeit ist, die dann einfach gegangen ist, ja, und dann irgendwann bei mir vor der Tür stand und gefragt hat, kann ich nicht für dich die Öffentlichkeitsarbeit machen? Aber es ist eine absolute Ausnahme, es ist eine absolute Ausnahme. Was aber wäre passiert oder was sozusagen würde mit vielen Menschen passieren, wenn sie wüssten, ja, dass sie sich ökonomisch erstmal keine Gedanken machen müssen, dass sie nicht aus diesem Grund in so eine Werkstatt gehen müssten, sondern dass sie an dieser Stelle eine gewisse Sicherheit hätten, um sich dann wirklich in Ruhe mit der Frage auseinanderzusetzen, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen wollen. Und das ist, glaube ich, sozusagen der Grundgedanke, der das BGE für viele Menschen, gerade auch mit Behinderung, so attraktiv macht, eben aus diesen vorgezeichneten Wegen, ja, von denen ja dann alle auch sagen, irgendwie, mein Gott, du bist halt Mensch mit Behinderung, du kannst irgendwie nicht 8 Stunden am Tag arbeiten wie jeder andere. Du stellst dir das jetzt so vor, aber in der harten Realität, in der harten Wirklichkeit wirst du es nicht aushalten oder so. Ja, das sind ja die Standardgespräche, die wir führen. Ja, wenn ich Schülerinnengruppen habe von Kindern, die an Förderschulen gehen, ne, dann frage ich regelmäßig, was würdet ihr gerne tun, ja, nachdem die Schule beendet ist? Ja, und dann ist es ganz häufig so, dass mich die Kinder erstmal mit großen Augen angucken und sich so ein Stück weit die Frage stellen, hat die mir die Frage jetzt ernsthaft gestellt? Und dann kommen die aus sich raus ganz häufig, ja, und dann beginnen die zu erzählen, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen wollen. Und dann sagen die nicht, ich will Bundespräsident werden oder Spitzensportler oder irgendwas,
sondern die haben schon realistische Perspektiven, ja, auf ihre Interessen, Fähigkeiten etc. Die sagen, die wollen Landschafts- oder Gartenbau machen oder Schreiner werden oder irgendwas, ja. Und wie oft ist es dann so, dass die Pädagogen im Hintergrund dann eingreifen in diese Diskurse und sagen, das schaffst du doch aber gar nicht. Ja, für dich ist es einfach besser, wenn du in eine Werkstatt gehst, ja. Und dem was entgegenzusetzen, Strukturen so zu verändern, dass Menschen auf den Gedanken kommen, tatsächlich in Freiheit, selbstermächtigt darüber zu entscheiden, was sie tun wollen. Und ich halte das bedingungslose Grundeinkommen nicht für so eine Eier-Wollmilchlegende, ihr wisst schon, was ich meine, ja. Also natürlich wird das BGE nicht alle Probleme lösen, aber es ist ein Ansatz, über den wir sehr ernsthaft nachdenken sollten. Ich glaube, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass mehr Selbstbestimmung in diesem Land tatsächlich auch möglich wird und Gängelung an bestimmten Stellen auch beendet wird. Ja. Ja, von Lukas kommt auch eine Frage, die hat er gestellt, schon bevor er hier erwähnt wurde. und ich möchte auch viele, auch die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal ermutigen, seinem Beispiel zu folgen und die Fragen im Frage- und Antwort-Tool zu stellen, weil ich kann nicht den Chat auch unbedingt die ganze Zeit mit im Auge haben. Und Lukas fragt, wie kann man das System dieser Werkstätte verändern, verbessern, also dass die zum Beispiel mehr verdienen können, Mindestlohn kriegen. Ich vermute mal, es ist damit gemeint, jetzt verbessern im jetzigen System ohne Grundeinkommen erstmal. Mhm. Und ich muss mich kurz entschuldigen, ich muss, glaube ich, meinen Zoom so lange neu starten, weil der hier ein bisschen so am Abstürzen ist. Dein Bild ist eingefroren. Eingefroren. Genau. Okay, ich starte mal neu und er beantwortet die Frage so. Warte, ich gucke nochmal. Oder soll, ich kann auch gerade einfach schon mal ein paar Sätze dazu sagen. Ich meine, Lukas und ich haben ja sehr häufig Gelegenheit, darüber zu reden, aber also es ist ja so, dass das Werkstattsystem eindeutig Fehlanreize stellt. So. Wir haben gestern in dem Gespräch ja auch wieder erlebt, um mal von der Seite aus anzufangen, dass Werkstätten tatsächlich darauf angewiesen sind, Aufträge reinzuholen und quasi nach ähnlichen Mechanismen zu arbeiten wie jeder andere Betrieb auch. Ja? Und daraus resultiert dann, wie Katrin gesagt hat, dass so ein Unternehmen, ja, und die Geschäftsführer in Werkstätten, das sind häufig BWLer, ja, also Leute, die vielleicht auch gerne bei Daimler die Geschäftsführung übernommen hätten, aber jetzt in so einer Werkstatt sitzen, aber auch mit so einer Denke dieses Unternehmen dann eben leiten, die haben natürlich ein Interesse daran, die leistungsstarken Leute eben auch am Band zu behalten, damit sie die Aufträge, die sie bekommen von zum Teil sehr großen Unternehmen, dann eben auch erfüllen können. Also wo ist da der Anreiz, dass man Leute so unterstützt, dass sie irgendwann den Weg aus der Werkstatt tatsächlich schaffen und auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle annehmen? Das System der Ausgleichsabgabe, ja, das ist ja so gedacht, dass Unternehmen, die eine bestimmte Größe haben, wenn sie nicht einen bestimmten Anteil beschäftigen von schwerbehinderten Menschen, dann eine Ausgleichsabgabe bezahlen. Dieser Betrag ist sehr gering, bietet eben keinen Anreiz dazu, dass eben normale Betriebe tatsächlich versuchen, diese Quote zu erfüllen. Die bezahlen das aus der Portokasse. Also man müsste die Ausgleichsabgabe signifikant erhöhen, damit sozusagen da entsprechende Effekte erzielt werden. Aber aus dieser Ausgleichsabgabe, die tatsächlich ja eine Bestrafung dafür sein sollen, dass Unternehmen sich aus dem Auftrag der Inklusion herausziehen, wird dann aber gleichzeitig Exklusion wieder finanziert. Also diese Ausgleichsabgabe ist ein total paradoxes Instrument. Ja? Über solche Dinge müsste man reden. Man müsste darüber reden, wie man tatsächlich
Beschäftigte, das könnte ja eine Möglichkeit sein, ne? Also den besonders leistungsfähigen Menschen in Werkstätten tatsächlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen zu ermöglichen, anzubieten, damit die einen vernünftigen Lohn bekommen und dann von da aus der Werkstatt dann raus können, ne? Das würde deren Chancen natürlich erheblich erhöhen. Aber die Frage ist, wer hat denn eigentlich, wer hat denn daran ein Interesse? So. Im Moment, ja, und es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen müsste, um tatsächlich hier eine Veränderung hinzubekommen. Und ich würde einfach sagen, im Moment fehlt der politische Wille dazu. Es fehlt der Druck hinter diesem Thema. Also wir erleben im Bundestag, kann ich euch sagen, Diskussionen, wo ich mir manchmal vorkomme wie vor Jahrzehnten. Ne? Also da sind dann Leute aus Parteien, die man für progressiv gehalten hat, die sagen, ja, Werkstätten sind aber einfach tolle Einrichtungen. Die sind so wichtig als beschützender Rahmen etc. Ja? Und die kriegen dann eben nicht von den Kolleginnen auf die Füße getreten, sondern ich habe den Eindruck, dass wir da viel mehr Druck reingeben müssen, dass wir den Diskurs viel mehr befeuern müssen, damit endlich verstanden wird, dass Menschen mit Behinderungen diese Strukturen jetzt auch nicht mehr akzeptieren wollen. Und wir haben das ja in dieser Corona-Zeit in den vergangenen Monaten durchaus ein Stück weit erlebt, dass es sozusagen erheblichen Widerstand dagegen gegeben hat, dass der Steigerungsbetrag der Werkstattlöhne gekürzt worden ist, dass Menschen ein erhebliches Maß an Selbstbestimmung dadurch verloren haben, dass sie überhaupt nicht mit einbezogen wurden in die Regelungen, die unter Corona-Bedingungen von Landesregierungen etc. Beschlossen worden sind. Und das wäre so wichtig, dass tatsächlich Leute sich zusammentun, vor allen Dingen Menschen, die in Werkstätten, die in der Situation sind, die tatsächlich selbstbewusst für ihre Forderungen dann eben auch einstehen. Und ich glaube, so ein Wissen im Rücken zu haben, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, zu wissen, dass sozusagen es daran gearbeitet wird, dass es grundsätzlich andere Leistungsarten wie das bedingungslose Grundeinkommen geben kann, um ökonomische Sicherheit zu bieten. Das wäre eine zusätzliche Triebfeder, tatsächlich auch ein Stück weit in den Widerstand zu gehen und ja, die Rechte einzufordern, die man braucht, um ein selbstbestimmtes Leben dann auch führen zu können. Ja, vielleicht noch ein bisschen anschließend dazu. Ich hatte vor einigen Wochen in Berlin mit dem im Sozialministerium auch nochmal ein interessantes Gespräch. Da ging es um Werkstätten und wer ist da auch in Teilen die treibende Kraft, dass diese Werkstätten bleiben bzw. die Menschen dort versorgt werden. Also wir reden ja nur über sauber trocken. Wir reden ja nur über ein Zustand der Absicherung, der Versicherung, wenn die Eltern, also dieser großen Kinder, die irgendwie immer Kind bleiben, selbst wenn sie mit 60 da noch arbeiten, dass einer Sorge entspringt der Eltern. Und das spielt eine sehr gravierende Rolle, dass die Eltern sagen, was passiert mit meinem Kind, wenn ich nicht mehr bin? Also aus dem Grund sind diese Werkstätten oder Einrichtungen ja auch mal entstanden in der Vergangenheit. Hatte mal alles seine Berechtigung 1960, wir befinden uns aber im Jahr 2020. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein Argument, wenn ich mich mit Eltern unterhalte, die einfach da stehen und sagen, ja, was passiert denn mit meinem Kind, wenn ich alt bin? Teilen, dass der 80-jährige Vater seinen 60-jährigen schwerbehinderten Sohn immer noch selber versorgt und mit ihm ihnen da die Assistenz macht. Dinge, die wir da schon miterlebt haben. Also das kann auch nochmal dieses bedingungslose Grundeinkommen oder eine gewisse Summe, die dieser Mensch dann erhalten würde, kann auch nochmal für die Angehörigen, die auch nicht immer alle zwingen wollen, dass ihr Kind nachher in eine Werkstatt geht. Die wünschen sich für ihre Kinder ja auch eine andere Zukunft, als an der Werkstatt für ein paar Euro dort tätig zu sein. Das ist, glaube ich, was man nochmal auch in die Waagschale werfen kann zur Beruhigung, zur Absicherung und zur Entlastung von
von Eltern, weil da immer sehr stark auch gespielt wird, naja, also dann gehst du natürlich in die Werkstatt. Und diese Eltern, die das auch nicht tun, sehr stark angegriffen werden. Das haben wir ja auch. Die eben sagen, ich möchte mein Kind aufs Leben vorbereiten und nicht auf die Rente. Ich glaube, das wäre ein nicht, ja, ein, auch nochmal ein Punkt für mehr Selbstständigkeit für die Eltern oder auch mal als Argument für, weil da ist auch nochmal eine große Lobby, die dahinter ist. Und wenn ich mit Arbeitgebern spreche, wenn ich mit WirtschaftsunternehmerInnen spreche, haben Sie mal darüber nachgedacht, auch mal jemanden mit Behinderung einzustellen? Diese Personengruppe existiert für viele Arbeitgeberinnen oder in der Gesellschaft nicht, weil diese Menschen überhaupt nicht sichtbar sind. Sie sind in der Förderschule, vielleicht in der Kita noch zusammen, dann haben wir die Förderschule, dann haben wir den Bus, der die Kinder morgens abholt, abends nach Hause fährt. Im schlimmsten Fall in der Werkstatt ist es ähnlich. Das ist nicht mein Nachbar, meine Nachbarin ums Eck, sondern das sind die, die weit weg sind. Und man somit diese Menschen, diesen Personenkreis überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, wir befinden uns aber mittlerweile auf einem, was Öffentlichkeit angeht, Internet, aber auch Positivbeispiele, die sagen, ich kann mir das auch anders vorstellen, ich möchte ein anderes Leben. Und die UN-Konvention, muss ich sagen, war für mich persönlich als Mensch mit Behinderung eine Erleichterung. Ich musste mich nicht mehr integrieren, ich konnte endlich so sein, wie ich war. Ich musste mich nicht mehr anstrengen. Wie oft habe ich es gehört? Katrin, du musst dich integrieren. Du musst dich irgendwie bemühen, dazu zu gehören. Verdammte Scheiße, nein. Und da war für mich, dass es gesetzlich verankert war, ein internationales Recht der UNO, die höchste Ebene, die wir haben. Mir sagt, Katrin, du kannst so sein, wie du möchtest. Also du kannst nicht tun und lassen, was du willst. Also wir reden hier nicht über Straftaten, nicht falsch verstehen. Aber du hast das Recht, so zu sein, wie du bist in deiner Art, und du musst dich nicht mehr verbiegen oder irgendwo hingeschickt werden, wo du nicht störst, wo du nicht aufhältst, wo du nichts kostest, sondern wir reden bei Inklusion nicht über ein nice to have, sondern über ein Menschenrecht. Und das ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich glaube, da kann das BGE nochmal sehr viel zu beitragen, wenn wir über Freiheit sprechen. Ja, wir haben jetzt sehr viele Fragen und ich muss mich bei manchen Leuten fürchterlich entschuldigen, weil dadurch, dass ich eben rausgeflogen bin, sind bei mir die ersten Fragen, ungefähr 5 Fragen, auch weg. Also ich habe jetzt hier die von Silvia Mommsen, ich habe Georg Weber, ich habe Julia Bolander, Birgit Brennecke, Sascha Kolme und eine anonyme Frage, Peter Brückner noch, aber die anderen müssten leider ihre Frage nochmal reinschreiben. Auf die Gefahr hin, dass wir gar nicht dazu kommen, in den restlichen 15 Minuten alles noch zu beantworten, aber wir versuchen unser Bestes und wir haben, nachdem der offizielle Teil um 8 Uhr vorbei ist, auch noch die Möglichkeit, ohne Livestream ein bisschen noch weiter zu diskutieren und dann kommen wir zu den anderen Fragen hoffentlich auch. Wie gesagt, tut mir leid, nochmal die ersten Fragen bitte nochmal eingeben. Wir haben sehr viele Fragen, ich versuche die mal zusammenzufassen zu den Werkstätten, beziehungsweise die Frage eben, was für eine Alternative da das Grundeinkommen auch bieten könnte. Also Georg Weber schreibt zum Beispiel, aktuell ist es doch so, dass Behinderte häufig in der Sozialhilfe landen. Die Rechte sind dann gegenüber ALG2 und anderen Grundsicherungen noch einmal reduziert. Insbesondere ist die Vermögensanrechnung und Einkommensanrechnung noch einmal verschärft. Wieso darf denn ein Behinderter kein Recht auf ein normales Leben, ein kleines Auto oder eine Wohnung haben? Nicht mal wie ein Arbeitsloser. Könnte das Grundeinkommen diese Diskriminierung ganz oder teilweise auflösen? Mhm. Dann fragt Julia, ich habe selbst Freunde, die in Werkstätten arbeiten und was die Einrichtung an sich angeht, finde ich die grundsätzlich nicht schlecht, aber da muss man sicherlich differenzieren. Ich könnte mich aber immer wieder aufregen, wenn ich sehe, was das Arbeiten in der Werkstatt bedeutet, auch finanziell. Ein Argument, was ich von Menschen, die das bisherige System unterstützen, immer wieder höre, ist, dass die Menschen in den Werkstätten ja permanent betreut werden müssten, was viel Geld kostet. Außerdem seien die Produkte, die sie herstellen, verpacken und so weiter ja nicht von hoher Qualität.
der Ausschuss sei sehr hoch. Aufgrund des hohen Gesamtkosten sei das alles andere als aufgrund des hohen Gesamtkosten sei das alles gerechtfertigt. Das sei gut und richtig, dass die Menschen in den Werkstätten nur um die 200 Euro monatlich bekommen. Wie kann man denn da zunächst einmal aufklären, dass das alles Vorurteile sind? Und dann gibt es noch eine anonyme Frage, was passiert, wenn ein Mensch mit Behinderung die Beschäftigung in einer Werkstatt ablehnt? Gibt es dafür Sanktionen, ähnlich wie bei ALG-2-Bezug? Entschuldigung, noch letzte Frage von Silvia zum Thema Werkstatt. Die Frage der Werkstatt hängt aber auch mit der besonderen Rente zusammen, die sich dort in kürzester Zeit erarbeiten lässt. Gehen die Menschen aus der Werkstatt raus, geht diese Werkstattrente verloren. Deswegen ist ein Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt kaum möglich, da die Absicherung dort längst nicht so gut ist wie in der Werkstatt. Eltern dann werden sich auch aus diesem Grund die Kinder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Was könnte hier ein Grundeinkommen bewirken? Was lässt sich hierdurch verändern? Corinna. Soll ich anfangen? Also mach jetzt mal. Ja. Die erste Frage war, könnte das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich dazu führen, dass Menschen mit Behinderung normales Leben führen können? Und wie kann es sein, dass Menschen mit Behinderungen immer mit ihrem eigenen Einkommen und Vermögen die Leistung mitzutragen haben, die sie bekommen? Und das ja in verschiedener Hinsicht. Also wir haben ja immer gesagt, und das ist eigentlich ein Recht, das sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergibt, dass Nachteilsausgleiche ohne Anrechnung von Einkommen und Vermögen vom Staat, von der Gesellschaft finanziert werden müssen. Ja, jetzt hat es mit diesem Bundesteilhabegesetz einige Verbesserungen gegeben, was die Anrechnung anbelangt, aber es ist längst nicht hinreichend. So, also wir bestehen weiterhin darauf zu sagen, Nachteilsausgleiche sind eine gesellschaftliche Aufgabe und können nicht sozusagen auf den Schultern des Einzelnen lasten. Und was das BGE anbelangt, so ist das natürlich der augenscheinliche Vorteil, eben zu sagen, hier hast du keine Bedarfsprüfung, jeder hat ein Recht darauf, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu bekommen. Und sozusagen ein niedrigschwelliger Anspruch, der dazu führt, dass diese Frage der Anrechnung von Einkommen und Vermögen eben wegfallen würde. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel würde es zu einer echten Verbesserung dann auch kommen. Und ich glaube aber, dass man hier, um nochmal bei Michael das vorhin in den Chat geschrieben hat, ja, also so ein BGE reicht natürlich nicht dafür aus, eine Assistenz zu finanzieren, Leistungen der Eingliederungshilfe, Teilhabeleistungen etc. zu finanzieren. Ja, diese Systeme müssen natürlich weiterhin parallel aufrechterhalten werden. So, das glaube ich, müssen wir immer verdeutlichen, dass wir hier nicht sozusagen das System der Eingliederungshilfe, der Nachteilsausgleiche abschaffen wollen und hier behaupten, irgendwie mit 800 oder 1000 Euro oder was auch immer, mit was von einem Betrag kommen Menschen mit Behinderungen aus. Ja? Auch wenn man sich die Frage des Wohnraums anschaut, jemand, der eine 24-Stunden-Assistenz hat, der braucht natürlich eine Wohnung, wo ein zusätzlicher Raum da sein muss, um eine Assistenzkraft unterzubringen etc. Ne? Das sind alles Fragen, die wir behandeln müssen, die wir aber auch im Blick haben. Ja? Und das ist uns, glaube ich, sehr wichtig, da zu sagen, dass das BGE kein Sparmodell sein kann und darf. Ja? Also es wäre sowieso weder mit unserem Grundgesetz zu vereinbaren, noch mit der UN-Behindertenrechtskonvention. Wolfgang Strengmann-Kuhn, mit dem ich neulich darüber sprach, der ja lange Jahrzehnte Erfahrung hat mit der Frage des BGE, hat auch nochmal gesagt, so, er hat noch nie gehört, dass irgendjemand in Frage gestellt hat, dass diese Leistungen also Leistung der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege oder was es auch immer sein möge, da irgendwie wegfallen würde. Das darf nicht sein, das muss sozusagen sichergestellt werden. Die zweite Frage war,
wie können wir darüber aufklären, ja, dass Werkstätten gar nicht so sehr Schutzraum sind, wie wir immer denken, dass es gar nicht so ist, dass Leute in Werkstätten bestmöglich betreut werden, in Anführungszeichen. Werkstätten haben sich immer mehr zu Unternehmen entwickelt. So, und wenn man sozusagen die große Automobilindustrie richtig in die Bredouille bringen will, dann bestreikt man zum Beispiel hier die Lebenshilfewerkstatt vor meiner Haustür. Ja, weil die wichtige Bestandteile als Zuliefererbetrieb für große Autokonzerne liefern. Ja? Also wenn die nicht mehr produzieren, dann gibt es wirklich Probleme. Und die produzieren auch in hoher Qualität. Ja? Und da arbeiten auch Leute, die was leisten können und das auch tun. Ja? Das muss man sehen, die aber dafür am Ende des Monats nur ein Taschengeld bekommen. Und das in die Öffentlichkeit hineinzutragen, das ist eine Riesenaufgabe. Und am allerbesten ist es, wenn das Leute machen, wie der gerade besagte Lukas Krämer, ja, der selber 5 Jahre Erfahrung gesammelt hat als Beschäftigter in einer Werkstatt, der aus erster Hand berichten kann und der auch mittlerweile Zugänge findet zur Öffentlichkeit, der Wege in die Medien hinein sich bahnt, um sozusagen selber berichten zu können, wie seine Erfahrung gewesen ist. Ja, und es gibt viele andere Leute, die sich bei uns melden, bei dir ja, Katrin, auch. Ja, die sagen, wir wissen zwar, wie wir in die Werkstatt gekommen sind, aber wir wissen nicht mehr, wie wir da rauskommen sollen. Ja, also die unter dieser Voraussetzung, dass ihnen gesagt wurde, ja, sie gehen halt mal in eine Werkstatt und das ist auch eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation und wir unterstützen sie dann auch dabei, dass sie dann irgendwann sozusagen eine normale Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt aufnehmen können. Ja, solche Fälle gibt es ja vielfach. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir in Hannover bei dir geführt haben vor einigen Jahren, Katrin, wo eine Frau mit einer seelischen Beeinträchtigung das unheimlich sozusagen beeindruckend geschildert hat. Ja, und ich glaube, das ist ja ein Prinzip, das aus der UN-Behindertenrechtskonvention, das Grundprinzip eigentlich, nichts, ja, über uns, ohne uns, ja, dass Menschen mit Behinderungen selber eine Stimme finden, selber beurteilen, wie sie die Einrichtungen finden, mit denen sie konfrontiert werden, dass das nicht irgendwelche Fachleute, anderen Menschen oder wie auch immer, die ja häufig auch, Katrin, du hattest gerade gesagt, so die Eltern sind häufig ein Problem. Die sagen, naja, was soll denn aus meinem Kind mal werden, wenn ich nicht mehr kann oder so. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch dieses knallharte ökonomische Interesse. Das ist eben auch ein Milliardengeschäft, mit dem wir es zu tun haben. Ja? Die großen Träger haben eben kein Interesse daran, sich transformativ zu entwickeln, ja, weil sie eben Geld verdienen. Ein Mensch mit Behinderung ist von der Wiege bis zur Bahre ganz viel Geld wert. Das muss man, glaube ich, einfach auch mal in dieser Deutlichkeit sagen und das auch so öffentlich in aller Klarheit zu formulieren, das wäre die Aufgabe. Und dann gibt es die EU-Rente. Ja, das ja ganz häufig gehörtes Argument, gerade von Eltern, ja, die sagen, ja, aber wenn du 20 Jahre in der Werkstatt gearbeitet hast, dann hast du eben Anspruch auf eine Rente. Dass es in vielen Fällen aber nicht dazu führt, dass die Leute, die müssen trotzdem noch Grundsicherung beantragen. Ja, also da muss man sozusagen wirklich mal genauer hingucken und sich die Frage stellen, ob die Angebote, die da geschaffen werden, tatsächlich bei Lichte betrachtet so attraktiv sind, wie sie sich auf den ersten Blick darstellen. Und sozusagen zur Alternative WGE hat Katrin ja vieles schon dargestellt. Ja, vielen Dank. Wir laufen hier mit der Zeit, also uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Deswegen würde ich vielleicht an Katrin noch eine andere Schlussfrage stellen. Die finde ich sehr schön von Richard Schiller. Und damit auch vielleicht so erstmal den offiziellen Teil dann auch abschließen. Können wir uns als Gesamtgesellschaft es leisten, auf die Arbeitskraft derjenigen arbeitswilligen Menschen zu verzichten, denen aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, dem vorherrschend propagierten Modell der Vollzeiterwerbsarbeit zu entsprechen? Ein nicht unerheblicher Teil der Menschen, und ich denke, das bezieht sich nicht nur auf Menschen mit Behinderung, aber auf sehr viele Menschen, wird deswegen von der Teilhabe am Erwerbsarbeitsleben gegen ihren Willen ausgeschlossen, ja, weil eine Arbeitsleistung von nur 3 statt 7 oder 8 Stunden am Tag regelmäßig nicht möglich ist.
Gerade in wirtschaftlich schwierigen, also Corona-Zeiten, wird doch die Mitarbeit und Perspektive dieser Menschen dringend gebraucht, um überhaupt dem gesamtgesellschaftlichen Reichtum zur Bewältigung der kommenden Herausforderungen erwirtschaften zu können. Darf ich das so stehen lassen? Das schön. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, Corona hat es ja, zeigt es ja bisher, dass sich unser Arbeitsleben nicht für alle, aber für einige ja auch zum Positiven gewandelt haben. Die sagen, ich kann mir jetzt im Homeoffice, habe ich jetzt aufgrund meiner persönlichen Situation, wo man früher immer ganz viele Gegenreden gehört hat, was ja alles überhaupt nicht geht, es plötzlich doch machbar ist, vielleicht von zu Hause zu arbeiten. Das ist vielleicht nicht für jedermanns und jede Frau die 100%-Lösung, aber es ist, es kann eine, was früher undenkbar war, ist plötzlich machbar. Also aus der Krise, das aus der Krise herauszukommen mit neuen Ansätzen. Wollen wir, ist es in der Sache von 9-to-5, sich dem Buckel krumm zu arbeiten, also dieses Leistungsprinzip, schaffe, auch dieses Anwesenheitsprinzip, ich habe brav um 8 Uhr, 8.30 Uhr an meinem Platz zu sitzen, Präsenz zu zeigen, ob ich da solitär spiele, auf Facebook chatte oder wirklich was mache, bis um 17 Uhr, ist egal, aber ich war ja da. Ich glaube, da ändert sich gerade ganz viel und kann zur Entspannung im Arbeitsleben beitragen. Ja, und wir, es, man zeigt ja auch in Unternehmen, die ja damit ja auch werben mit anderen Arbeitszeitmodellen und dass es ja auch machbar ist, neue Wege zu gehen. Da können wir uns auch über das Thema Wachstum unterhalten und wirtschaftliche Erfolge. Aber von diesem bevormundenden, du musst, Bauke, du hast es ja auch gerade hier im Chat auch ganz gut gesagt, dieses bevormundende, das Leistungsprinzip und nur XY-Arbeit ist echte Arbeit, aber nicht das, was vielleicht auch jemand macht, der mit 30% im Arbeitsvertrag mit 30% Arbeitsleistung oder Arbeitszeit den Hof fegt. Auch solche Tätigkeiten, sozialer Arbeitsmarkt, das hat es ja auch alles mal gegeben. Den Museumswärter, Wächter, Wächterin, jemand, der den Hof fegt, der oder nur Präsenz zeigt und am Schalter sitzt, also leichte Aufgaben. Da sind wir ja mit der Agenda völlig von abgekommen und wir eine Arbeitswelt haben, die krank macht, die selbst den gesundesten, fittesten, jüngsten Menschen in die Knie zwingt. Und daher müssen wir auch im Rahmen der Digitalisierung uns überlegen, wie unsere Arbeitswelt aussieht. Alternde Gesellschaft, digitale Gesellschaft, Krisen, die über uns hereinbrechen können. Aber auch ganz klar, nochmal ganz anders, ist Aufklärung. Wer weiß, was in diesen Werkstätten passiert. Das merke ich auch immer wieder, dass da sind die so glücklich, da geht es denen so gut und das muss dann reichen. Ob jemand glücklich und zufrieden ist, kann er oder sie nur selber entscheiden und von sich behaupten. Aber von außen kann das keiner und sollte das auch keiner. Und da kann das BGE eine Möglichkeit sein. Ja, vielen lieben Dank. Und so leid es mir tut, muss ich jetzt damit unseren offiziellen Teil beenden. Die im Zoom sind herzlich willkommen, mit uns noch hier weiter ein bisschen zu sprechen, noch die verbliebenen Fragen vielleicht noch anzuschauen. Wir wollen das heute mal ein bisschen anders machen als sonst, dass wir immer erst den Livestream beenden und dann erst alle hier auf dem Bildschirm holen, weil
wir denken, also gerade heute, ne, unser Thema war Vielfalt und deswegen möchten wir auch zeigen, dass Vielfalt hier auch bei unseren Gesprächen auch ganz stark vom Publikum hinausging. Deswegen möchte ich jetzt Wolfgang, der dankenswerterweise die technische Moderation heute Abend macht, bitten, alle aus dem Publikum jetzt mal zu uns auf die Bühne zu holen. Keine Angst, wer seine Kamera aus hat, wird im Livestream auch nicht eingeblendet. Aber ich hoffe, also viele von euch schalten jetzt die Kamera ein und ihr zeigt euch und zeigt euch auch allen, wer hier alles in den letzten Wochen auch dabei war und mitdiskutiert hat, weil das ja auch ganz toll war. Ich möchte mich deswegen auch bedanken bei allen, die diese Reihe möglich gemacht haben, beim Koordinationsteam des Grünen Netzwerks Grundeinkommen, heute Abend insbesondere bei Anja und Dino für die Schriftdolmetschung, bei unseren Gästen Beate, Thomas, Stefan, Michael, Clemens, Lisa, Jürgen, Bauke, Wolfgang, Corinna und Katrin und wie gesagt, ganz, ganz herzlich bei denen, die uns treu waren, die immer wieder eingeschaltet haben, ob bei Zoom oder sich das im Livestream angeschaut haben oder später die Aufnahmen. Das freut das große Interesse, was diese Reihe geweckt hat, freut uns sehr. Und ab heute gehört eben die Bühne auch euch. Unsere Sommertalk-Reihe ist erstmal vorbei, aber die Arbeit, was das Grundsatzprogramm angeht, geht jetzt so richtig los. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir da Vorschläge eingereicht haben und eben Ende August dann der Entwurf vom Bundesvorstand kommt, zu dem wir dann wahrscheinlich auch Anträge ausarbeiten werden. Deswegen fände ich es ganz toll, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel euch auf unsere Mailingliste einträgt, uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram folgt, damit ihr ja auch die Informationen mitbekommt, wie das in diesem Prozess weitergeht und wie ihr ja auch dazu beitragen könnt, dass das weitergeht. Zum Beispiel dadurch, dass ihr eben auch solche Veranstaltungen, auch solche Diskussionen, wie wir das jetzt in den letzten zwei Wochen getan haben, organisiert, vor Ort oder online. Und da findet ihr auf unserer Website auch www.grundeinkommen-wird-grundsatz.de findet ihr alle möglichen Informationen, wie ihr das machen könnt, Gäste, die ihr einladen könnt und natürlich, wenn ihr irgendwie da auch noch Unterstützung braucht, schreibt an das Koordinationsteam und wir helfen euch gerne. Darüber hinaus wird es natürlich auch wichtig, diese Diskussion weiter in die Parteigremien zu tragen. Stellt Anträge in den Kreisverbänden, in den Arbeitsgemeinschaften, spricht jetzt schon mit den Vorständen, mit den Koordinatoren, dass ihr im September, Oktober das Thema Grundeinkommen auf die Tagesordnung setzen möchtet, weil das eben wichtig ist, dass vor dem Bundesparteitag natürlich diese Diskussion so breit wie möglich eben gestreut wird. Und ja, deswegen finde ich dieses Bild jetzt wunderbar freue mich eben auch mit euch diesen Weg weitergehen zu können. Ich denke, wir haben heute nochmal sehr eindrucksvoll gehört. Wir hatten ja gestern ein bisschen die Kritik, ihr habt sehr viel über Finanzierung und technische Sachen gesprochen. Deswegen fand ich die heutige Diskussion nochmal wirklich, wirklich schön, weil es nochmal ganz stark gezeigt hat, wir reden hier von menschlichen Schicksalen, wir reden hier davon, wie wir eben Menschen in dieser Gesellschaft, die nicht unbedingt das Standardbild erfüllen und eben nicht nach Standardmodellen arbeiten oder ihr Leben gestalten können oder möchten. Wir als Grüne sind die Partei der Vielfalt, wir sind die Partei der Inklusion
das sind grüne Werte, das sind die grünen Werte, auf die sich eine grüne Sozialpolitik aufbauen muss. Das sind die Werte, die wir eben im Grundsatzprogramm verankert und auch konsequent durchdekliniert sehen möchten. Ja, und damit möchte ich eben hier nochmal der Hinweis auf unsere Homepage, wo ihr alle interessanten Informationen findet, und lasst uns eben in den nächsten Wochen alle zusammen uns dafür einsetzen, dass diese Werte Vielfalt, Toleranz, Inklusion, dass eben die Grundsätze der Grünen Partei werden, das Grundeinkommen zum Grundsatz wird. Dankeschön.